Schlüssel. Nein, das war's. Was war's? Warst du das? Der sieht auch schön aus. Du das? Nein. Welcher von denen war das denn jetzt? Musste denn die Skriptanfrage fehlschlagen? So finde ich den doch nie. Ja, hier haben wir's. Schön, jetzt brauchen wir nur noch den passenden Holzfußboden dazu. Der wird teuer. Der wird teuer. Oh, der ist schön. Der wird gar nicht teuer. Alles klar. Kommando zurück, der wird nicht teuer. Oh, ich mag den Loft-Charakter von der unverputzten Wand ja schon, ne? Aber auf der anderen Seite sieht natürlich so ein... Zumindest die Wände im Wohnzimmer hier. Auf rumzubacken. Und hier müsste es dann eine andere Farbe geben am besten. Haben wir hier nicht irgendwas, was dazu passt? Eine andere Gestaltung halt. Blau wäre halt ganz cool. Ne, das hat halt hier dann so ein Art Deco-Stil. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Nichts gut in solche Sachen. Putz. Hier könnten wir mit den Blautönen arbeiten, die wir da haben, wobei das nicht der Blauton ist. Eher die Blautöne, ne? Eine blaue Wand hat da halt einfach was. So, ich die Frage. Was machen wir hier mit? Will ich da vielleicht eine Wand zusätzlich einziehen? Auch wenn das teuer ist. So, genau. Halt. Ja, damit ich ummantelt ist. Schön. Oh, was haben wir jetzt hier? Geistertapeten, Kruseltapete. Oh. Oh, mit Geisterchen. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Boah, da habe ich wieder nur die Hälfte von dem gesehen, was ich eigentlich an Content gehabt hätte für Halloween-Deko. Guck mir die gerade mal hier an. Die ist ja echt cool. Nein, zu Stereotyp. Nicht alles. Zeig mir nicht alles. Da bin ich überfordert mit solchen Sachen, wenn ich alles zur Auswahl habe. Wir haben ja hier diese Rottöne. Wieder nicht auch blau vielleicht? Ist ja denn hier so pseudo-blau? In hellen Tönen? Wenn wir das Ganze in hellen Tönen machen? Eine helle Küche dann. Rot-Schwarz hatten wir ja auch schon so oft. Ne? Warum nicht mal was Helles? Könnte man dann auch noch überlegen. Ja, Skriptanfrage fehlgeschlagen, ich weiß. Ich wollte ja nur mal gucken. Man würde ja wohl mal gucken dürfen. Entschuldigung, bei denen lieber nicht. Den gucke ich lieber nicht an. Nein, ist auch nicht in weiß und weiß. Na, ich gucke mal gerade. Oh, schön. Mal gucken, was man davon nimmt. Das ist zwar dann Küchenteppich. Ich hätte auch lieber einen runden Teppich oder sowas. Weiß nicht, groß, rund. Dekoteppich habe ich, glaube ich, auch gar nicht runtergeladen. Er ist auch voll hübsch. So sauber aus. Ja, ich fand fast zu sauber. Hier sitzt man ja drunter. Nackten Füßchen und so. Mal überlegen. Haben wir schöne Willkommenstreter für die Füße? Der hier ist sowas für draußen. Das ist sowas für draußen, bevor man in die Wohnung kommt. Und ich finde auch, wir sollten draußen... Wir hatten noch Schuhständer. Ich weiß, dass es Schuhständer gibt. Schuhständer. Ich kenne die Schuhständer. Bei Deko irgendwo. Für die Schuhe. Für den Empfangsbereich. Oh, das ist ja voll süß. Ja. Ist das... Oh mein Gott, Nintendo-Sachen. Oh mein Gott. NES-Sachen und so.
Oh, das sieht so süß aus jetzt. Auch so eine Küche. Achso, ich habe ja so eine Küche. Ich vergesse das jetzt immer wieder. Anni, du hast jetzt eine schöne Küche, aber ich wohne da noch nicht. Kein Problem. Musst du schneller umziehen. Aber so teuer alles. Oh, ein schöner Duschvorhang. Open-Schild. Wo waren dann jetzt das mit den Schuhen? Gehört irgendwie hier zu diesen Sachen mit dazu, oder? Da. Schuhregal für Männer, Schuhregal für Frauen. Da. Ich meine, das ist ja ein Haus, wo man sich gut kennt. Ich habe auch meine Schuhe draußen im Flur gehabt, als ich noch in diesem kleinen Pupshaus gewohnt habe. Ganz schön teuer, wenn nebenbei sagen gerade. Dream Kitchen. Kann man das nicht irgendwie hier an der Wand so ein bisschen... Mal gucken. Wenn ich es an der Wand haben will, dann muss ich warten, bis es von alleine dahin klippt. Alles klar. Ja, das ist jetzt erstmal so von der Deko. Sieht doch gut aus. Dran essen kann man auch schon. Jetzt brauchen wir noch eine Wandfarbe. Halt. Was ist das hier? Oh, das ist so eine bebaute Wand. Ich habe ja ein bisschen was runtergeladen, aber halt nicht viel. Also wir haben jetzt so einen süßlich warmen, schönen Boden. Eigentlich muss es dann auch sowas werden. So Dinge, die passen nicht. Das ist die Trockenwand. Die wollen wir ja nicht. Wenn das hier sehr praktisch aussieht, bin ich mir nicht sicher. Nicht warm genug. Aber für die Rückseite der Küche vielleicht? Oder wir bleiben dann auch lieber hier bei der Farbe. Vielleicht zumindest diese Wand hier einfach blau. Weiß ja nicht. Und da dann Holz. Da dann Holz hin. Oh mein Gott, das gibt's ja hier in allen erdenklichen Farben. Voll schick. Oh mein Gott. Grün. Wieso nicht in dem Holz, den ich haben will? Okay, das hier ist hübsch. War mehr so Saunaholz, aber jetzt in dem Moment. Können wir die Tür nicht jetzt hier anpassen für... Oh, ist das süß, aber das sieht dann innen nicht so aus. Ne? Ja, das ist dann halt doof, weil das dann so... Dann bleiben wir bei den dunklen Türen. Oh, die sind voll süß. Ja, so viel Deko können wir noch nicht machen. Ich bin froh, dass ich ja solche Sachen runtergeladen habe, die nicht so teuer waren. So Billo-Deko halt, ne? Dann hier und eine Lampe brauchen wir jetzt noch. Vielleicht noch eine Wanddeko? Was hübsch ist. Ist das hier? Da braucht man ein bisschen, ne, ein bisschen mehr nach. Die ist zu groß. Also das ist ja ganz cool so, ne? Was bist du? Achso, das ist fürs Badezimmer, was ich alles so besitze, ne? Was ich alles so besitze. Unglaublich. Ja, ein Regal für Kleidung. Wenn man reinkommt, die Jacken gleich aufhängen, wäre mir so, sowas hier eigentlich mal so eine Reihe von Kleiderhaken. Ja. Kommt halt hier hin. Ist so. Wandregal überhaupt mal hier so. Kleidung. Schon teuer, jede Einzelheit sowas. Tragen die beiden dann für Töne? Naja gut, dann muss das mal so ein bisschen rosa sein. Das ist von Sarah. Sarah ist ja so ein bisschen rosaner alles. Oh ja, so ein Feuerlöscher sollte man haben. Habe ich auch bei mir. Hm. Ein Schlüssel. Ach, ist das süß. Wenn man einen Schlüssel braucht, ne? Kann man sich da holen, ist klar. Gewürzregal. Gut. Gewürzregal. Komm da hin. Gibt es nicht in schönerer Farbe? Weißer. Das ist gut. Ja, stimmt. Ja, die haben wir hier ja auch noch. Sogar besser aus als das da. Ist teurer, ich glaube. Ich glaube ja. Okay, dann lassen wir das. Dann nehmen wir die. Ist ja eh nur Deko. Deko ist Deko. Das ist Deko jetzt.
Ist das ein Weinregal? Oh mein Gott, das ist ein Weinregal. Im süßlicheren Ton bitte. Ein Weinregal dahin hängen, finde ich eigentlich total stylisch. Und ein Hirsch. Warum? Weil das dieses Hipster-Deko hat. Das ist nicht von einem echten Hirsch. Da, guck, der hat blaue Hörner. Das geht gar nicht. So. Ach so, eine Lampe wollte ich ja noch. Du vergisst immer das Wichtigste. Ja, Beleuchtung ist okay. Ja, die ist so niedrig, ne? Im Wohnzimmer geht das so direkt. Über dem Wohnzimmertisch kann man sowas Niedriges haben. Ich mag die Bälle halt total gerne. Hier sind halt so, da kann man so partielle Spots mitmachen. Lass mich mal kurz das Gitter einblenden, damit wir das hier vernünftig positionieren können. Auf einer Linie. Macht am meisten Sinn. Sehr schön. Deko, Gemälde. Können wir da nicht irgendwas an die Wand? Oder haben wir irgendwelche coolen Vorhänge? Ich habe ja Sachen runtergeladen, die unter Deko gelandet sind und gar keine Vorhänge. Ach, das ist so stylisch. Ja, das ist hier so zum Davormachen halt so ein... Das schiebt man dann so vor Fenster. So geil. Das ist also die Schiene hier angebracht und das kann man so davor schieben. Es sieht so gut aus. Möchte ich dich haben oder dich oder dich? Kann ich entscheiden. Ach, das bringt einfach nochmal so ein total geiles Deko-Element mit ins Spiel. Das möchte ich haben. Okay. Gut. Ich hatte kein Geld mehr. Genau, da war ja was. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, richtig, bei kein Geld mehr haben. Wie gut die Katze einfach aussieht. Das sind mir so Küchenbilder, ne? Euch hier vielleicht in... Ich hätte das gerne mit einem hellen Rahmen, aber die sind natürlich auch alle sehr schön hier. Weil sie die richtige Farbe haben für die Deko. Solange wir jetzt erstmal kein Geld haben. Komfort. Richtig. Schreibtisch. Hatte Yuki nicht ihren Arztschreibtisch freigeschaltet, den wir benutzen durften? Hier den Schreibtisch fleißiger Doktor. Moment, Moment. Den hat sie sicherlich mitgenommen. Da darf ich jetzt nochmal Geld für cheaten. Den hatte sie ganz bestimmt mitgenommen. Komm schon, haut mich nicht. Ich habe den Rest erarbeiten. Gehen wir schon hin, alles gut. Wir müssen jetzt zum Billo-PC hin. Wenigstens ein bisschen was machen könnt. Arbeitstechnisch. Lampe. Hä? Komm schon, lass dich doch. Die Lampe mag mich nicht. Alles gut. Oh, das ist schon mal süß. Hier ist halt noch nichts. Da kommt dann ein Fernseher hin und so. Ist klar, natürlich. Und ich wollte hier noch so eine kleine Essecke haben. Gibt es da mal noch ein Paravent? Oberflächen, Deko. Müsste bei anderes müssten die Paravents sein. Die hier. Oh Mann, oh, ich ziehe schon wieder Geld. Also, ich bin ein schlechter Mensch. Aber es sieht so schön aus jetzt. So, jetzt haben wir noch Geld übrig. Ist gut. Aus, Honey. Ist Schluss jetzt. Vorbei. Ist gut. Hast du jetzt gemacht. Ist in Ordnung. Halt einen Teppich noch. Hab ich vergessen. Ich wollte hier... Können wir nicht die als Deko-Elemente nutzen? Weiß ich nicht. Sieht das lustig aus? Kann man das machen? Geht sowas? Oder sieht das blöd aus? Ich weiß halt noch nicht, mit dem Teppich bin ich ja noch nicht hundertprozentig zufrieden. Wäre mir so, dass ich den halt nochmal dann irgendwie... drüben hätte und dann muss da noch ein runder Teppich oder so drüber. Ein kleiner Heathlon wie der hier. Schade, dass es den nicht in einer anderen Farbe gibt, dann würde ich den sofort nehmen. Nicht in einer vernünftigen Farbe. Hab nichts gesagt. Bin spontan übergeben wollen. Ja, so sieht's gemütlich aus. Noch an der Ecke, wo man arbeitet, damit man auf was Weichem steht. Alles klar.
Okay, Schlafzimmer ist immer noch hässlich. Oh Mann. Ganze Wohnung in den Schlafzimmer, Teppichboden. Kann ich noch. Habe ich noch billigen Teppichboden, bitte? Hier gibt es das in allen, da denke ich, in Blautönen. Ich weiß nicht, Blautönen. Ich finde, ich bin gerade auf dem Blautrip. Das schlicht. Das Böse. Darf ich das nicht? Oh, das sieht aber auch voll gemütlich aus. Marsboden. Wenn dann ja eher so Marsriegel, aber gut. Aber das sind hier auch so Dekor, Art Dekor-Tapeten. Versuch gerade die zu. I. Jetzt nicht ganz so der Fan von. Können wir mal ausprobieren, immer alles. Nicht so teuer. Jetzt wenigstens nicht ganz so häslich aussieht. Komm. Passt. Es ist nicht ganz so häslich. Die, das sind. Gibt es hier nochmal in gleichen Farbtönen? Nee. Dann quasi auch das hier. Oh, das ist ja auch schön. Mano. Ich will jetzt nicht entscheiden. Das ist doch gemein. Ih, das ist massiv. Das mag ich. So, das ist jetzt das Schlafzimmer. Da haben wir noch nichts. Jetzt kann man hier schon mal wohnen. Gut, das Badezimmer sieht gut aus. Ach Gott. 3 Jahre später. Gleich habe ich's. Oh, das war schön. Kann man die, wollen wir die Kacheln noch austauschen? Marmorfliesen, genau. Warum dann nicht gleich Gold noch reinkippen oder sowas? Ja, das ist hübsch. Oder Holz. Ist auch mal zweckmäßig. Holz ist auch immer recht zweckmäßig. Und warm an den Füßen. Ich mag es nicht, wenn das zu kalt ist. Und in Dunkel? In Braun gibt es das ja leider nicht, ne? Höchstens hier so ein Bambusfarben. Was, wie viel Geld kriegen wir, wenn wir das da löschen? Können wir uns jetzt schönere Upu-Schüsseln kaufen? Ist ja voll süß. Mag es aber nicht, wenn man den Klodeckel oben lässt, wollte ich nebenbei mal erwähnt haben. Das finde ich total doof. Hatte man nichts zu machen. Gott, das. Und dazu gehört die hier, ja? Was ist das bitte für schöne Bad? Oh, die schöne Bad. Habe ich das bitte gedownloadet? Kann mich wieder nicht dran erinnern. Lass dich da nicht in die Wand backen. Was an der Wand stehen ist in Ordnung. Moment, ist da auch noch. Ist das, kann man das noch benutzen? Ist das noch nutzbar? Ja, das ist noch ein nutzbarer Bereich. Wenn das noch ein nutzbarer Regalbereich ist. Geht das denn da nicht? Muss doch aber gehen, weil das ist doch. Dann kommt da vorne raus. Ich meine, dann mache ich das halt so, bitte. Das ist aber doof. Bestimmt falsch konfiguriert worden. Hätte eigentlich andersrum gemusst. bb.moveobject. Ja. Vielen Dank. Danke, 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 danke. So. Nicht mit einverstanden. Gefällt mir so. Ist in Ordnung. Nicht die schönste Lampe, die man im Badezimmer sich vorstellen kann. Können wir da was Wärmeres nehmen? I. Ja, auch nicht. Also, das haben die nicht passend dazu sowas gestaltet? I. Nein, nicht I. Deckenlampe, bitte. Ja, genau, ich hing da ein Vogelkäfigchen, ist klar. I. Ich finde die alle voll I. Es ist ja, sieht nicht aus, als wäre der Wasserdampf fest. Lass ich vielleicht mal lieber, nachher brennt uns hier die Sicherung durch.
Oder ist ein bisschen zu riesig, der Spot. Das ist zu ungemütlich, das Licht. Man kann es mir wieder nicht recht machen. Die Partyglaslampe, die gehört da mit dazu, ja, okay. Sebastian, nehme ich lieber einen Spot. Und dann nochmal... Nee. Und dann ruhig das da. Das kann ruhig dann da bleiben. Das ist in Ordnung. Was kann man jetzt dekotechnisch hier noch machen? Was ist das? Oh, das kann man alles hier draufstellen, ja. Geil. Oh. Das ist Puprolle. Ja, da so. Ja, Seifenspender. Und das sonst. Ein Regal, was halb durch die Wand glitscht. Kann ich auch machen. Bin ich gut drin. Ja, das passt da nicht hin. Ist ein bisschen grob. Ist auch. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nur die groben, hässlichen Sachen leisten. Ihh, das ist so. Oh, ich hasse diese. Die Handtücher sind so hässlich. Ja. Aber wenn denn sowas hier? Ja, kein Geld mehr. Lassen wir das, wir brauchen da keine Handtücher. Die Mädels schwingen sich ja auch immer trocken. Brrr. Ist ja so. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich aber alles. Jetzt ist gut. Okay, jetzt kannst du kochen, aromatisieren und dann kannst du Mittagessen servieren. Und zwar nehmen wir da ein leckeres Chili. Mensch. Haben wir das auch hingekriegt, nach Ewigkeiten, da die Wohnung ein bisschen einzurichten? Ich find's schön. Ich finde, das sieht schön aus. Irgendwie musst du auch deine coolen neuen Klamotten mal wieder tragen. Ich meine, sind nicht ganz alltagstauglich. Ich will das hier noch umgestalten, weil die anderen sind ja so ein bisschen mehr Ausgehkleidung als alltagstauglich. Ach, mir gefällt das. Ich kann mir auch ein bisschen Musik einschalten. Blues. Wow, hier geht's ab jetzt. Schon hat die Wohnung ihren eigenen Flair, ihren eigenen Style. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren und Bewerten. Die Wohnung wurde eingerichtet in zwei vollgepackten Parts. Na, dann kann das Gameplay ja dann doch endlich mal beginnen. Haha.